Piemontesische Weißwein, fast vergessene Traubensorte, Anacetta. Und wenn man jetzt das noch nie gehört hat, dann ist es kein Wunder, weil viele Leute kennen die Traubensorte und den Wein auch noch nicht. Anacetta steht da drauf, es heisst zum Teil Anacetta Traubensorte. Die kommt aus einer Gemeinde, traditionell aus Novello, gehört eigentlich zu der Barolo-Gegend im Südwesten von der Barolo-Appellation. Und heute ist es eigentlich eine von den hochklassige Weisswein aus dem Piemont, immer noch eine Rarität, es gibt noch nicht so wahnsinnig viel, es sind vielleicht etwa ein Dutzend, ein bisschen mehr, so ein Dutzend Prozent, die den Wein herstellen. Anacetta, wie Trauben im Piemont auch genannt wird, aus der Gemeinde von Novello. Der Produzent ist der Elvio Cogno. Das war einer der Pioniere, der mit zwei, drei anderen Produzenten die Traubensorte, die fast ausgestorben war, vor etwa 20 Jahre wiederentdeckt hat und angefangen wieder anbauen hat. Und heute gilt das wirklich als nicht nur als Rarität, sondern auch einer der besten Weisswein aus dem Piemont. Das ist also eine Entdeckung, noch relativ unbekannt, unbedingt einmal probieren. Für 2016, die Weine altern auch relativ gut, sie haben eine relativ gute Struktur und wenn sie gut zubereitet sind und gut vinifiziert sind, dann altern sie sich hervorragend. Probieren wir den. Schöne Nase, schon ein bisschen reife Noten. Zitrusfrüchte, ein bisschen Honig, aber auch sehr viel Kräuter, ein bisschen Minze. Schön gut strukturiert, solid, saftig, schöne Säure, ein guter Rückhalt, gutes Rückgrat, muss man sagen. Und dann hat es auch hier so fast ein bisschen Honignoten schon drin, ganz dezente Kräuter. Ein schön ausgewogener, kräftiger Wein. Das ist kein Apero-Wein, obwohl er nicht sehr viel Alkohol hat, nur 13 Volumenprozent. Das ist ein hervorragender Essenswein, der zu ganz vielen Gerichten geht. Ein Fischgericht, aber eben auch ein bisschen andere Sachen, wie Gemüse oder auch ein bisschen, vielleicht sogar ein Curry, könnte man vorstellen. Auch ein bisschen kräftig gewürzte Gericht passt auch gut, weil er hat wirklich schöne Struktur und verhebt und mit einem schönen langen Abgang. Hat noch ein bisschen so, ein bisschen fast Haselnussgeräusche, die Haselnuss am Schluss. Was eigentlich noch aus dieser Gegend noch typisch ist, in der höheren Gegend im Piemont werden oft Haselnüsse angebaut. Und das würde eben noch passen zu diesem Wein, weil das ist dann quasi eine Verbindung zu den anderen Produkten aus dem Piemont. Musik.